Herzlich willkommen, ihr kennt das Spiel. Einmal im Jahr berichten wir aus der OMR-Redaktion, was wir im Digital-Business, im digitalen Marketing so beobachten. Und normalerweise berichte ich darüber auf der großen OMR-Bühne beim Festival. Die gibt's aus den bekannten Gründen erneut dieses Jahr nicht. Deswegen mal wieder ein Video. Auf geht's, State of the German Internet. Was passiert gerade so in diesem Internet? Und wir starten, wie immer, mit einem Blick auf die Werte der Digitalfirmen. In dem Falle ganz konkret gucken wir uns ja jedes Jahr schon traditionell den sogenannten GIGS an. Also den German Internet Index haben wir uns selber mal ausgedacht vor einigen Jahren. Da sind die wichtigsten deutschen börsennotierten Digitalfirmen drin. Und die Frage ist jedes Jahr, wie haben die sich entwickelt? Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Als erstes das Vorjahr und dann das aktuelle Jahr. 50% besser geht es unseren digitalen Firmen. Man muss dazu wissen, einige fehlen sogar. Rocket Internet hat sich von der Börse zurückgezogen, Axel Springer ebenfalls. Dafür sind einige andere neu hinzugekommen, Auto1 zum Beispiel, MyTheresa. Und es haben sich viele extrem gut entwickelt, Zalando, HelloFresh natürlich. Das ist ein bisschen der Hintergrund, gerade in Deutschland, also es geht voran. Die Kollegen von Finance Forward haben uns da unterstützt, unsere Schwestermarke. Also erstmal gute Situation unserer börsennotierten Firmen. So. Ziehen wir den Fokus ein bisschen auf und schauen auf Europa, was passiert da. Da gibt es den, na, sprachlich passend, EX, den europäischen Internetindex. Und auch da haben sich die Firmen sehr gut entwickelt, 42% wertvoller geworden. Auch da sind ein paar neue dazugekommen. Booking.com übrigens, die wichtigste europäische Digitalfirma nach Börsenkapitalisierung, hat trotz der ganzen Corona-Probleme zugelegt, fast 40%, muss man sich klar machen, eine Reisefirma. Auch Spotify stark gewachsen, all das steckt damit drin. So, und weiter geht's, Blick nach Osten in dem Falle mal, nach China. Da gibt's ja die großen drei, BAT, Baidu, Alibaba und Tencent. Und da muss man sagen, ja, obwohl ja China ziemlich gehypt ist, das Wachstum nur bei 10%. Woran liegt das? Klar, Wachstum schon, weil natürlich Digitalisierung. Aber dann muss man sagen, diese ganze chinesische Regulierungsangst, Stichwort Jack Ma, der war ja sogar ein bisschen verschwunden im letzten Jahr. Das drückt da, wenn man auf die Bewertung guckt, ein bisschen auf die Werte. Und dann als letztes natürlich auch der Blick nach Westen. Die großen Amerikaner, GAFA, unfassbare Situation. Die haben im letzten Jahr nochmal trotz allem und auch trotz des hohen Niveaus richtig zugelegt. Man muss sich ja mal auch vergegenwärtigen, auf welchem Niveau diese Firmen wachsen. Man sieht ja da an der Höhe der Balken, was da los ist. Also 40% zugelegt, das ist schon extrem beeindruckend. Natürlich von Corona profitiert, aber einfach, es zeigt diese Dynamik, diese Dominanz, die diese vier Plattformen aktuell in der Welt haben. Um das vielleicht noch ein bisschen näher auszuarbeiten, diese Dominanz, da haben wir uns überlegt, okay, man kann das schlecht einfach so stehen lassen. Man muss da ein bisschen vielleicht nochmal Hintergrund geben, wo kommt das eigentlich her, und das ein bisschen illustrieren, anfüttern. Und dazu haben wir im letzten Jahr ein Beispiel gehabt, der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern. Und zwar haben wir über die AirPods gesprochen. Da haben wir uns auch erzählt, dass Apple alleine mit seinem Nebenprodukt, diesen AirPods, fast 20 Milliarden Dollar Umsatz macht. So, ne? Und da hat man letztes Jahr verglichen mit verschiedenen anderen Firmen. Red Bull war dabei, Bose war dabei, Puma war dabei. Alle die drei aggregiert kommen da nicht ganz hin. So, das ist nur das AirPod-Business. Und jetzt haben wir uns überlegt, okay, wir zeigen auch mal nicht nur europäische Firmen im Vergleich zu den AirPods, sondern wir nehmen einfach mal andere amerikanische Tech-Plattformen, vergleichen die. Und da sieht man, wow, Snapchat, Twitter, Spotify, alle drei umsatzmäßig kleiner als das AirPod-Business von Apple alleine. Das ist nämlich die Wahrheit. So. Und wir haben noch einen. Wir reden ja von mehreren GAFA-Plattformen. Und da gibt es vielleicht die wichtigste oder die beeindruckendste überhaupt, Amazon. Und wenn man mal guckt, wie man dann die Amazon-Dominanz und diesen Wert, diese Relevanz, die sie aufgebaut haben, ganz gut beschreiben kann, dann ist eine Zahl, die mir ins Auge gefallen ist, sie legen 400 Millionen an zusätzlichem Plattformumsatz jeden Tag drauf. Also in der Fachsprache heißt das GMV, Gross Merchandise Volume, die Anzahl der über die Plattform verkauften Waren steigt um 400 Millionen an jedem Tag, jedem verdammten Tag. Und das ergibt dann eine Situation, wenn man das vergleicht mit der Mönckebergstraße in Hamburg, das ist ziemlich absurd, das passt ziemlich genau, wir haben das ein bisschen uns umgeguckt, na, wo findet man ein passendes Äquivalent, und dann sieht man, also die Mönckebergstraße in Hamburg, die Prachtstraße, unser Champs-Élysées des Nordens sozusagen, der macht 400 Millionen an Einzelhandelsumsatz
in jedem Jahr. Also an jedem Tag frisst sich hier so eine Art Pac-Man durch die Hamburger Mönckebergstraße und frisst da ein Stück irgendwie weg. Das muss man sich klar machen. Das passiert natürlich weltweit, aber so mächtig und so dynamisch ist aktuell Amazon. Und wer hat noch so gewonnen? Wir wollen ein neues Segment einführen hier in der Präsentation, einfach zeigen, wer sind die digitalen Gewinner neben GAFA in den letzten 12 Monaten. Wer hat da richtig überzeugt? Ich habe es schon gesagt, klar, die Überraschung ist nicht so groß. GAFA im Wertentwicklung 40%, aber sie sind halt nicht die dynamischsten im Wachstum, sind unfassbar in ihrer Gesamtrelevanz, aber das Wachstum woanders ist sogar noch stärker. Zum Beispiel, diese Dame hat eine tolle Performance gehabt im letzten Jahr. Das ist Cathie Wood, eine Investorin. Ihr Fondsvehikel nennt sich ARK. Der relevanteste Fonds heißt ARK Innovation ETF, also ein ETF-Fonds. Und die hat im letzten Jahr 80% Wachstum verzeichnet mit verschiedensten Digitalfirmen. Übrigens, in den letzten Monaten ist es auch schon wieder deutlich runtergekommen. Es war noch viel, viel mehr. Aber insgesamt hatte die sehr, sehr gute letzte 12 Monate mit der Fondsfamilie. Noch besser als Cathie Wood performt, hat am Ende oder haben eigentlich fast nur Einzelfirmen, ne? Beispielsweise Peloton oder Tesla. Peloton 140% zugelegt, Tesla 220%. Und auch das inkludiert schon jeweils die etwas rückläufigen Entwicklungen in den letzten Monaten, als der ganze Hype wieder etwas gelegt hat. Aber es geht noch weiter. Es gibt noch zwei deutlich dynamischere Bereiche der Digitalwirtschaft. Einer sind die Cryptocurrencies. Muss man ganz klar sagen, was da passiert ist in den letzten 12 Monaten, ist auch eigentlich unheard of, unfassbar. Bitcoin 240%, Ether 940% und dann der Dogecoin, diese Parodiewährung, irgendwie 12.700% Wachstum, natürlich auch auf ganz, ganz kleinem Niveau angefangen. Es war ja irgendwie ein Scherz, das gab es ja eigentlich gar nicht richtig. Und dann ging es immer mehr los, Elon Musk hat es gepusht und auch da wieder etwas Einbruch in den letzten Monaten, aber trotzdem nach wie vor, ich halte das nicht für fundamental, es kann auch wieder, es wird wahrscheinlich auch wieder ganz verschwinden, aber Stand heute, Dogecoin, eine krasse Entwicklung. Und als letztes, wer war der größte digitale Gewinner in Bezug auf Wertzuwachs? Der Kollege hier, der hat nämlich ein Kunstwerk erschaffen, ein digitales Kunstwerk. Er ist mittlerweile der teuerste lebende Künstler und zwar nicht nur Digitalkünstler, sondern Künstler insgesamt. Beeple heißt er, also sein Künstlername. In Wahrheit heißt er Mike Winkelmann. Er hat nämlich ein Kunstwerk auf NFT, also Non-Fungible Token Basis produziert. Das heißt, The First 5000 Days sieht so aus und war zum Zeitpunkt der Versteigerung schon fast 70 Millionen Dollar wert, wurde aber in Ether gehandelt. Jetzt ist der Kurs des Ether ja auch noch angestiegen und damit ist das Kunstwerk jetzt aktuell sogar über 100 Millionen Dollar wert. Damit ist der Mike Winkelmann als Künstler wertvoller als der klassische Künstler Jeff Koons, dessen letztes Kunstwerk Rabbit oder dessen wertvolles Kunstwerk heißt Rabbit und handelt so bei 90 Millionen. Okay, das ist das Thema Künstler und digitale Gewinner. Bleibt natürlich die Frage, wer sind in dem Zusammenhang die digitalen Verlierer? Wer hat so richtig verloren? Digital Losers. Da haben wir uns umgeschaut und man muss echt sagen, wir haben trotz allem Umschauen gar nicht so viele Verlierer gefunden. Digital hebt fast alle Boote, diese digitale Flut hat alle Boote gehoben. Wir konnten keinen so richtigen Verlierer ausmachen. Na klar, man hätte was bei Booking zum Beispiel vermutet, man hätte es vielleicht bei Airbnb vermuten können, aber am Ende sind auch diese Firmen alle gewachsen. Trivago ist gewachsen, Live Nation ist gewachsen, also überall Zuwachs. Das bringt mich zur nächsten Frage und zwar, wie entsteht eigentlich in der digitalen Welt Wert? Wir reden hier so viel über Wertzuwächse und Tausende von Prozenten und so, aber vielleicht mal ganz simpel angefangen, wie entsteht sowas eigentlich? Woher kommt Wert, zumindest in der Theorie? Und da gibt es einen Spruch, der heißt, in der digitalen Welt gibt es nur zwei Arten, überhaupt Wert zu kreieren. Etwas zu bundeln oder etwas zu unbundeln. Also Leistungen, Geschäftsmodelle, Produkte zusammenzuführen oder zu trennen. Was das genau bedeutet, sieht man am allerbesten aus meiner Sicht in der aktuellen Banken- und Finanzbranche. Wir haben uns hier mal eine Bank angeschaut, sozusagen der Vorraum einer klassischen Bank mit den verschiedensten Angeboten und Produkten, die jetzt Stück für Stück rausgebrochen werden und an digitale Firmen übergeben werden, zwangsläufig.
Fangen wir mal an. Was macht die Dame da hinten möglicherweise? Sie macht irgendwelche Arbeiten rund um ihr Konto, überweist zum Beispiel Geld oder führt einfach ihr Konto, holt sich einen Kontoauszug. Und das machen jetzt spezialisierte Digitalfirmen. Sie bieten Konten an und erzeugen damit Milliardenwerte. Firmen wie Revolut, wie Tomorrow, wie Monzo, wie N26. Was macht diese Dame da hinten vielleicht? Stellen wir uns vor, die macht da vielleicht irgendwelche Überweisungen und Payments. Und auch das wird gerade rausgebrochen aus dem Geschäftsportfolio der klassischen Banken. Es übernehmen jetzt Firmen wie PayPal, wie Apple Pay, wie Venmo, wie Square, verschiedenste andere. Und auch da entstehen jetzt Milliarden an neuem Wert durch dieses Unbundling. Oder der Kollege hier beschäftigt sich möglicherweise mit Payment, Kreditkarten. Auch das gibt es in der digitalen Welt jetzt als separates Thema. Klarna, Afterpay, Affirm, alles Firmen im Bereich von 30, 40, 50 Milliarden an Firmenwert entstehen jetzt mit dem Fokus auf genau dieses Thema, werden rausgebrochen. Oder hier Aktiengeschäfte, Aktienhandel, auch das haben wahrscheinlich alle mitbekommen. In den letzten Monaten sind da Milliardenwerte entstanden bei Firmen, bei Digitalfirmen, die nur das anbieten. eToro, Robinhood, Scalable, Trade Republic, da gibt es eine ganze Reihe. Alle Milliardenwert, indem sie diesen einen Bereich aus der Wertschöpfung der klassischen Banken rausbrechen. Also klassisches Unbundling. Bundling kann ja auch jeder in Realtime beobachten, muss man nur schauen, was Amazon macht. Ständig werden neue Produkte, neue Features, neue Geschäftsmodelle zu Amazon hinzugefügt und damit entsteht bei Amazon noch mehr Wert. Und übrigens, auch digitale Firmen sind vor einem Unbundling nicht sicher. Was wir gerade bei Google erleben, ist auch eine Art Unbundling von Google. Wo passiert das zum Beispiel? Alle E-Commerce-Suchen, die ja teilweise früher bei Google stattgefunden haben, gehen jetzt rüber zu Amazon. Die werden bei Google aus dem Bundle rausgebrochen und gehen jetzt neu ins Amazon-Bundle rein. Oder suchen nach Reise und Flügen. Die werden auch bei Google rausgebrochen und gehen jetzt rüber zu vielleicht Booking oder anderen. Also auch da merkt man, man ist als Digitalfirma keinesfalls sicher davor, dass irgendwo eine schöpferische Zerstörung passiert und woanders ein neues Bundle entsteht oder woanders vor allen Dingen Aktivitäten aus dem eigenen Bundle rausgebrochen werden. So. Und jetzt, wie jedes Jahr, nach so viel Vorrede, nach so viel Theorie, gehen wir rein in die operativen Learnings, an denen wir als OMR-Redaktion ein Jahr gearbeitet haben. Für euch kostenlos. Wir haben keine Mühen gescheut, das hier im Internet für euch gratis anzubieten. Auf geht's! Die Fachfrage, die mir im letzten Jahr am häufigsten gestellt wurde, ist: Wie schaffe ich es, aus meinem Geschäftsmodell, aus meiner Marke, eine D2C-Brand, eine D2C-Marke zu bauen? D2C heißt bekanntlich Direct to Consumer, also ich will verkaufen direkt an den Endkunden, ich will kommunizieren direkt mit dem Endkunden. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir bestehende, erfolgreiche D2C-Brands einfach für euch dekonstruiert. Wir haben den Bauplan zerlegt. Ganz kurz zur Erinnerung, wie ging Handel bislang? Ein Hersteller ging zum Händler und der verkaufte dann an den Endkunden. Und D2C meint halt jetzt genau das andere. Der Händler ist raus und man verkauft direkt an den Endkunden. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen, nämlich man hat zum Ersten natürlich bessere Margen. Der Händler bekommt keine Marge mehr, hat eine direkte Kundenbeziehung mit dem Endkunden und man kontrolliert sein Image komplett direkt. Wer das ziemlich erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren, ist die Firma Nike. Die haben, seit sie angekündigt haben, eine D2C-Brand werden zu wollen, ihren Börsenkurs massiv gesteigert. Die waren auch ziemlich früh dran. 2017 haben sie schon gesagt, okay, das ist unsere Zukunft. Wir wollen direkt verkaufen. Und wie sie das gemacht haben, darauf gehen wir gleich im Detail ein. Aber wichtig ist mir zu sagen, es gibt auch sehr viele europäische Beispiele, die man gar nicht so direkt im Kopf hat, die richtig Mut machen, dass sowas gelingen kann. Zum Beispiel die Firma Canyon ist mir aufgefallen im Radsportbereich oder im Fahrradbereich. Mittlerweile auch über 1 Milliarde wert, sehr, sehr erfolgreiches D2C-Modell. Oder es gibt die Invincible Brands Gruppe, unter anderem Hello Body gehört dazu, vor kurzem verkauft worden für über 300 Millionen. Eine Firma, die es erst seit ein paar Jahren überhaupt gibt. Oder es gibt aus UK die Firma Gymshark, die machen Fitnessklamotten, mittlerweile deutlich über 1 Milliarde wert. Am Ende geht es uns darum, euch jetzt hier das D2C-Playbook nahezubringen. Wie arbeiten all diese Firmen, was machen die? Das Erste, was sie tun, ist, die bauen eine Community. Ohne Community geht es nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, die meisten Firmen haben das häufig als Community unabsichtlich gestartet. Das war gar nicht der Plan.
aber sie haben dann halt diese erfolgreiche Community und darauf lässt sich Business aufbauen. Wenn man jetzt nachträglich da rein will, kann man das auch schaffen, aber man darf sie nicht vergleichen mit Firmen, die aus der Community heraus gewachsen sind. So ging es nämlich zum Beispiel den Kollegen von Canyon. Die waren teilweise in dieser Community selber zu Hause, die haben da gelebt. Die kannten natürlich die wichtigsten Influencer und Radstars persönlich. Das ist ganz wichtig. Man braucht eine hohe Nähe zu den prägenden Figuren, zu den relevanten Figuren einer Community. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss dann Content kreieren. Ich glaube, ohne eigene Inhalte, ohne eigene Leidenschaft für die Inhalte, um die es jeweils geht, wird es nicht funktionieren. Wer das gut macht, ist zum Beispiel HelloBody. Das Dritte ist, man sollte auch eine Offline-Connection anstreben. Nichts läuft über irgendwelche Agenturen, über rein digitale Verbindungen. Du brauchst diese Offline-Komponente, seien es die Fahrradrennen, seien es die Tour, wo irgendwelche fitten Leute um die Welt reisen und Marken promoten. Du musst das passende Offline-Vehikel für dein Produkt finden, aber ohne das wird es auch nicht gehen, sehr wahrscheinlich. Und dann, ganz beeindruckend, man muss den persönlichen Austausch auch wirklich annehmen. Und das macht auf beeindruckende Art und Weise der Kollege Ashraf von der neuen Streetwear-Brand 6PM. Der hat mir vor kurzem im Podcast erklärt, wie intensiv er da arbeitet, quasi tagtäglich tausende von DMs beantwortet, um halt diese Nähe zu haben, um so eng zu sein, dass dann auch wirklich ein Kaufreflex am Ende passiert, wenn er was droppt. Ich habe hier mal ein paar Screenshots mitgebracht, dass sozusagen Ashraf innerhalb eines Tages, vielleicht ein paar Stunden, tak, 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 nur DMs. Der hat mich quasi angefleht, ey Philipp, hast du nicht eine Idee, wie ich schneller und einfacher über Instagram kommunizieren kann, Nachrichten beantworten kann? Das ist die Situation. So baut man am Ende Communities auf. Nächstes Kapitel im D2C-Playbook heißt Sharpen Your Product. Was meine ich damit? Mir ist im Bereich Turnschuhe zum Beispiel aufgefallen, es geht gar nicht mehr darum, einen besonders gut dämpfenden, einen technisch optimierten Turnschuh zu haben, sondern es geht um die Story hinter dem Turnschuh, zum Beispiel die Marke Veja. Warum sind die jetzt so erfolgreich? Warum laufen alle mit den Veja-Turnschuhen rum? Weil sie einfach vegane Turnschuhe machen. Das ist die Story, ein veganer Turnschuh. Die Story ist der Erfolg, gar nicht der Turnschuh selber mehr. Es geht darum, so eine Story zu verbreiten und sich sozusagen für sich zu finden. Das machen die exzellent. Aber natürlich schafft man auch ein geschärftes Produkt über Special Editions. Am Ende kann jede Marke eine Special Edition rausbringen. Auch das trifft so ein bisschen denselben Hebel. Und am Ende kann man natürlich auch Knappheit schaffen, um auch darüber die Produkte, die dann knapper sind, zu schärfen. Altes Beispiel hatten wir hier schon vor einigen Jahren mal, aber es wird nicht alt und es gehört im Bereich D2C mittlerweile auch dazu. Nächstes Kapitel, drittes Kapitel im D2C Playbook. Push Customers into your properties. Was ist damit gemeint? Na klar, am liebsten hat man die Leute in seinen eigenen Läden beispielsweise. Deswegen, Nike macht viele kleine Läden auf. Ich glaube, erfolgreiche D2C-Brands müssen darüber nachdenken, wie sie vielleicht mit Pop-Up-Stores, aber zumindest auch als im Laden, im Retail direkt verfügbar sind. Das ist wichtig. Natürlich geht es auch dann darum, diesen Laden möglichst mit hoher Identifikation, hoher Leidenschaft zu gestalten und zu betreiben. Und natürlich schaffen es extrem erfolgreiche große D2C-Brands auch, die Kunden in ihre Apps zu bringen, also in ihre digitalen Läden, wenn man so möchte. Das ist wahrscheinlich die ganz, ganz hohe Schule, aber bei Nike sieht man das sehr, sehr erfolgreich. Das vierte Kapitel im D2C-Playbook dreht sich um das richtige Software-Stack, das richtige Tech-Stack. Und da braucht man nicht unbedingt selber Software bauen, man muss nur die richtigen Tools, die es am Markt gibt, einsetzen. Und das kann man lernen, wenn man sich die besten D2C-Firmen der Welt einfach anschaut und guckt, was setzen die denn ein? Dafür sehr hilfreich eine Software namens BuildWith. Da kann man gucken, hier zum Beispiel bei Nike, was nutzen die? Man sieht hier ganz genau, okay, guck mal, bei Nike im Shop sind folgende verschiedene Tools implementiert. Und wir sind jetzt hingegangen und haben uns angeguckt bei 30, 40 anderen, was erkennen wir häufig wieder, wo entstehen Muster? Welche Firmen werden zum Beispiel im Bereich ShopTech immer wieder genutzt? Und das sind die Firmen, die wir da gefunden haben. Oder welche Firmen werden im Bereich Marketing-Tech immer wieder genutzt? Und da haben wir dann regelmäßig diese Firmen gefunden. Oder welche Firmen werden im Bereich Content-Tech regelmäßig genutzt? Und da haben wir genau diese Firmen genutzt. Übrigens, wer sich da tiefer einarbeiten möchte, wer verstehen möchte, wie die einzelnen Tools genau arbeiten, welche dieser Tools zu wem passen, seid herzlich eingeladen. OMR Reviews, unsere neue Software-Bewertungsplattform unter OMR, hat da jegliche Insights und Meinungen und Erfahrungsberichte, wo alle Arten von Nutzern schreiben, was sie von der jeweiligen Software halten. Bitte vor dem Kauf, vor dem Einsatz einer Software bei uns kurz nachgucken und dann mal hier schauen, ob ihr was findet, was zu euch passen könnte. So, ich fasse nochmal zusammen. Da
Das D2C-Playbook hat 4 Kapitel. Das erste heißt Build the Community. Das zweite heißt Sharpen your Product. Das dritte heißt Push Customers into your Properties. Und das letzte heißt Build your own Tech Stack. Und was gibt es noch im digitalen Marketing an großen Themen? Ein Thema, ich weiß, viele können es nicht mehr hören, trotzdem, es gibt nun mal sowas wie die Creator Economy, weil es Menschen gibt wie Kylie Jenner, der fast 240 Millionen Menschen auf der Welt folgen. Und daraus, aus diesen 240 Millionen, gelingt es ihr, neue Firmen aufzubauen. Zum Beispiel Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics, auch ein Profil, dem jetzt 25 Millionen Menschen folgen. Und das führt dazu, dass Kylie Cosmetics mittlerweile als Marke mehr gesucht, mehr nachgefragt wird in der digitalen Welt als klassische, jahrzehntealte Marken wie zum Beispiel Chanel. Und am Ende hat das natürlich seinen Wert. Wir haben es gesehen, 2019 bereits wurde Kylie Cosmetics verkauft an die Firma Coty für fast 500 Millionen Euro. Also insofern, da entsteht richtig Wert. Übrigens, was man an dem Deal schon sieht, früher oder später brauchen Influencer auch Businesspartner. Und das ist natürlich die Chance für Brands. Ein anderes Beispiel aus der Weltliga ist der Kollege hier, Mr. Beast, ein amerikanischer YouTuber, 60 Millionen Follower, mittlerweile vor allen Dingen als Burgerkettenunternehmer unterwegs, aber nicht alleine. Wir schauen mal, was er gemacht hat. Er hat 300 Burgerläden quer durch die USA eröffnet. Mit einem Partner, in dem Falle dem Gründer der Kette Planet Hollywood, also jemand, der genau weiß, wie es geht. Der Kollege heißt Robert Earl und die sind jetzt gemeinsam unterwegs und haben gemeinsam Riesenerfolg. Der Mr. Beast hat es geschafft, die entsprechende App, die Mr. Beast Burger App, auf Platz 1 der App Store Charts zu pushen. Und man sieht, was da für ein Druck hinter ist am Ende. Hat er fast 1 Million Sandwiches in den ersten beiden Monaten alleine verkauft. Und wir haben noch ein weiteres Beispiel aus der Weltliga und zwar nicht wieder Beauty oder Kosmetik, sondern in dem Falle diesen jungen Mann hier, Ryan Kaji, ist glaube ich erst 8 Jahre alt oder so und im Bereich Spielzeug eine ganz große Nummer bei YouTube, dem folgen 30 Millionen Menschen, aber auch da kein klassischer YouTuber, sondern mittlerweile Spielzeugunternehmer. Und was verkauft der? Hier, das sind seine eigenen Produkte mittlerweile in Kooperation, hier der Co-Kreation, Kooperation mit dem Spielzeuganbieter Bonkers. So wird's gemacht. Wer macht's in Deutschland? Die Kollegen von About You haben einen Podcast übrigens ausführlich von erzählt. Die arbeiten ganz, ganz intensiv mit der Dame Lena Gerke. Und wozu führt das? Mittlerweile zu einer eigenen Modemarke, der Leger, und fast 50 Millionen Sonderumsatz in den letzten 3 Jahren alleine aus der Leger-Marke für About You. Und es gibt viele, viele weitere Beispiele. Ich will mal hier ein paar droppen, an denen man sich als deutsche Brand vielleicht orientieren kann. Es gibt die Firma Hey, die machen so Snackriegel und kooperieren mit Pamela Reif und die schießt das Produkt jetzt durch die Decke. Es gibt einen gemeinsamen Riegel, den Naturally Pam Riegel, der geht richtig ab und natürlich mittlerweile ein eigener Instagram-Account für diesen Riegel, ein paar 100.000 Follower. Das schafft man als Brand alleine einfach überhaupt gar nicht mehr. Da braucht man große Partner dafür. Und einen haben wir noch, und zwar diese Saftfirma aus Osterburken in Baden-Württemberg. Die Firma heißt Dietz und mit wem co-kreieren die jetzt, mit wem arbeiten die zusammen? Ganz genau mit Capi, dem berühmten Capital Bra. Und was machen die zusammen? Den Bra-Tee. Also sie erzeugen gemeinsam einen Tee, den er natürlich promotet. Und mit welchem Erfolg sieht man hier? 6 Millionen Units haben sie verkauft, alleine in den ersten 2 Monaten von dem Brate. Genau so wird's gemacht. Prost! Nächstes großes Thema, nächster Begriff, den man häufiger hört, der in den letzten 12 Monaten auch nochmal richtig an Fahrt aufgenommen hat, und zwar das Metaverse. Was ist damit gemeint? Vor allen Dingen virtuelle Räume. Aktuell sind es überwiegend Spiele, zum Beispiel Plattformen wie Fortnite oder Roblox, wo Menschen einfach sehr, sehr viel Zeit verbringen. Bei Fortnite sind das übrigens 350 Millionen verschiedene Accounts. Bei Roblox über 200 Millionen Menschen, die da monatlich aktiv sind. Da passiert also richtig viel. Und diese Spiele werden jetzt immer mehr zu richtigen Parallelwelten, zu Plattformen. Und was dann da passiert, ist ziemlich überraschend. Es wird nämlich längst nicht nur gespielt. Zum Beispiel, es gibt da einen Party-Modus, dann gehen keine, es gibt keine Waffen mehr. Man kann dann einfach gemeinsam Zeit verbringen und Party machen in dem Spiel. Oder man kann in dem Spiel auch Filme angucken, zusammen mit anderen. Oder man kann in dem Spiel Konzerten folgen, auf Konzerte gehen. Oder man kann eigene Fashion-Produkte, eigene Fashion-Ideen verwirklichen in den jeweiligen Spielen. Oder
man kann natürlich auch, was heißt natürlich, man kann in dem Spiel auch heiraten. Also in der echten Welt heiratet man, man macht es nur in dem Spiel, aber man ist dann tatsächlich verheiratet. Verrückte Welt, das ist das Metaverse. Und die große Frage, die natürlich jetzt aufdrängt, ist, wie schafft man es als Marke, da irgendwie reinzukommen, da eine Rolle zu spielen? Da gibt es ein paar Beispiele, die naheliegenden. Man bietet eigene digitale Produkte an, man kreiert sogenannte Skins. Hier ein Beispiel von der Fashion-Marke Valentino. Die haben dieses Kleid in Animal Crossing einfach nachgebaut aus ihrer Kollektion. Sieht dann so aus. Und danach haben dann Animal Crossing-Influencer das gesehen und das dann weiter verbreitet. So funktioniert sozusagen der Austausch zwischen dem Spiel und der Instagram-Welt und der echten Welt, alles verknüpft über das Metaverse. Dann gibt es die sogenannten Game-in-Game-Experiences. Hier das Beispiel von Warner Brothers mit ihrem Film Wonder Woman 84. Was haben die gemacht, um sozusagen den Film zu promoten? Die haben extra auf der Roblox-Plattform eine eigene Welt angelegt. Das sieht dann so aus und damit am Ende 25 Millionen Impressions generiert. Das ist zwei Drittel dessen, was sie mit dem YouTube-Trailer dazu auch geholt haben. Und mittlerweile muss man sagen, YouTube, der wichtigste Kanal überhaupt, um Filme zu promoten. Zwei Drittel davon holt man mittlerweile auch auf Roblox. Kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsbeispiel im Metaverse-Kapitel. Eine Guerilla-Marketing-Case-Study vom allerfeinsten. Und zwar hat Burger King diesen englischen Fußball-Viertligisten gesponsert, den Stevenage FC. Frage, warum macht ein Weltkonzern wie Burger King das? Warum gehen die auf die Brust eines Viertligisten, für den sich doch ganz wenig Menschen interessieren in der echten Welt? Ja, ganz genau, die meinen eigentlich die digitale Welt und wollen da innerhalb des Spiels FIFA an die Leute ran. Millionen von Menschen zocken halt FIFA und das hat sich auch Burger King gedacht. Und das haben sie, deswegen haben sie halt okay überlegt, Stevenage FC kann man da als Mannschaft auswählen. Und dann haben sie gesagt, okay, wer jetzt mit Stevenage ein Tor schießt, den belohnen wir mit einem Burger. Und das haben dann ganz, ganz viele Menschen logischerweise gemacht, haben da halt mitgezockt, einen Burger gewonnen und Stevenage wurde immer präsenter in dem Spiel. Am Ende haben sich Leute einen Spaß gemacht und die besten Fußballer der Welt in ihr Stevenage-Team reingepackt. Das führte dann zu solchen Momenten, wo dann Messi und Ronaldo in FIFA für Stevenage gespielt haben. Und am Ende gab es was? Es gab über 1,2 Milliarden Impressions für Burger King. Was eine Guerilla-Marketing. Also nochmal zusammengefasst, die drei Möglichkeiten im Metaverse eine Rolle zu spielen. Erstens Virtual Skins and Items, dann Game-in-Game-Experiences und als letztes jegliche Art von Guerilla-Marketing natürlich. Ein anderes Phänomen, was uns in den letzten Monaten ziemlich fasziniert hat, nennen wir mal den Streaming-Effekt. Was ist damit gemeint? Vor allen Dingen die kulturelle Relevanz von Netflix. Wenn man sich anschaut, alleine wie viele Menschen in den ersten 28 Tagen nach Upload eine neue Serie gucken, nämlich am Beispiel von Bridgerton, über 80 Millionen, dann erkennt man, welche kulturelle Relevanz, welche kulturellen Schockwellen hier Netflix rund um die Erde aussendet. Und darauf kann man natürlich perfekt mitsurfen als Marke. Aber es ist nicht nur Bridgerton, auch zum Beispiel The Witcher, über 70 Millionen, Lupin, 70 Millionen, Money Heist, also Haus des Geldes, Tiger King über 60 Millionen. Frage ist jetzt, was kann man als Marke daraus machen? Eine naheliegende Option ist natürlich, mit diesen starken Netflix-Brands direkt zu kooperieren. Wir sehen das am Beispiel von Stranger Things. Mit denen kooperieren das Who is Who der Brandlandschaft. Also zum Beispiel Levi's, Coca-Cola, Nike, Lego, alle in ihrem Bereich machen was Gemeinsames mit Stranger Things. Aber es geht noch ganz anders. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Bridgerton, was die alleine für Trends hervorrufen bei eBay. Wir sehen das hier, die Nachfrage nach Korsetten im Anschluss an die Serie bei eBay massiv gestiegen. Oder die Nachfrage nach einem Afternoon-Tea-Set gestiegen. Oder die Nachfrage nach dieser japanischen Blauregen genannten Pflanze um 300% gestiegen. Ziemlich beeindruckend übrigens auch, was hier bei Etsy passiert, dieser Plattform für Selbstgemachtes. Da gibt es auf das Keyword, auf das Suchwort Bridgerton über 10.500 verschiedene Ergebnisse und man kann relativ leicht eines dieser Ergebnisse sein. Dann würde man zum Beispiel solche Dinge hier produzieren, wie es diese Menschen tun und anbieten. Und was da für ein Nachfragevolumen hinter ist, das sieht man hier an diesem Shop. Die verkaufen mehr oder weniger T-Shirts mit Bridgerton-Look und haben über 38.000 verschiedene Produkte verkauft, mit einfachsten Mitteln am Ende, auf
Etsy. Ein anderes Beispiel für den Streaming-Effekt ist übrigens unser ehemaliger Kollege Fleming. So sieht er aus. Vor einigen Jahren hat er hier in Hamburg sein eigenes Modelabel gestartet, Inferno Ragazzi. Derartige Klamotten verkaufen die da. Und er verkauft vor allen Dingen auch auf Basis von kulturellen Schockwellen, die um die Welt gehen, auf die er dann sozusagen aufspringen kann. Zum Beispiel gab es doch Tiger King. Entsprechend hat er direkt ein Tiger King T-Shirt gemacht und fast ausverkauft. Gibt es nur noch in XS, aber egal, passt schon. Und jetzt ist auch das ausverkauft. Was macht Fleming weiter? Er hat natürlich gesehen, es gab diese The Last Dance Serie über Michael Jordan und auch passenderweise dazu natürlich sein T-Shirt. Oder er hat gesehen, Daft Punk trennen sich, entsprechend gibt es auch dazu ein T-Shirt. Übrigens ist dieser gesamte Effekt auch Netflix selber nicht verborgen geblieben. Deswegen kam vor kurzem die Ankündigung, Netflix jetzt mit eigenem Shop auch unterwegs. Und das nächste Thema heißt Embedded Content. Content Marketing kennt jeder, aber jetzt gibt es die nächste Eskalationsstufe und die funktioniert so. Erstmal natürlich das Grundproblem weiterhin gleich. Neue Nutzer einzukaufen über Google, extrem teuer. Hier im Bereich Sportwetten oder Online-Casinos kostet ein Klick ungefähr 40 Euro. Das ist doch kein Nutzer. Was machen also Firmen, die da in dem Bereich wachsen wollen, gerade online? Nehmen wir das Beispiel von Penn National aus den USA, ein Offline-Casino-Betreiber, der immer mehr auch online gehen möchte und dort neue Nutzer braucht. Was macht der Cleveres? Der kauft sich folgende Sport-Inhalte-Webseite. Eine Webseite namens Barstool Sports, die hier, 100 Millionen Unique User im Monat, gehört jetzt zum Teil zu Penn National mit dazu. Und die machen dann gemeinsam neue Angebote, machen zum Beispiel eine neue App. Hier sieht man das. Das Ganze führt in den ersten 10 Tagen alleine zu fast 3 Millionen Euro zusätzlichem Online-Umsatz für Penn National bei einem Preispunkt für 40% an Barstool Sports von 150 Millionen Euro. Also nochmal zurück zu unserer Grafik, wenn man das mal vergleicht, bisschen natürlich harter Vergleich, aber trotzdem, statt 40 Euro pro Klick haben sie jetzt bezahlt für einen Nutzer nur noch ungefähr 1,50 Euro. Durch diese Uniques, die sie über Barstool direkt mit eingekauft haben. Den Erfolg dieses Musters sieht man natürlich auch im Börsenkurs von Penn National. Seit der Übernahme von Barstool Sports ist das Ding ziemlich durch die Decke gegangen. Wo ist es noch teurer, neue Kunden einzukaufen, als im Bereich Online-Zocken? Korrekt, im Bereich Business-Software. Zum Beispiel Software für E-Mail-Marketing. Das Keyword kostet aktuell fast 55 Euro. Betroffen zum Beispiel die Firma HubSpot, einer der weltweit erfolgreichsten Anbieter von Marketing-Software, natürlich auch E-Mail-Marketing-Software. Und was haben die Cleveres gemacht? Die haben sich eingekauft beim Business-Newsletter The Hustle. 1,5 Millionen Menschen lesen das, 1,5 Millionen Abonnenten haben sie übernommen für 22 Millionen Euro. Und damit, zurückgerechnet unser Modell, zahlen die jetzt für einen Nutzer nicht mehr die 55 Euro, sondern nur noch 14,39 Euro. So günstig kann es sein, wenn man sich direkt Content im Paket mit einer Firma einkauft. Drittes Beispiel für sehr, sehr gutes Marketing durch Content-Übernahmen aus Deutschland, die Kollegen von Thomann, dem Musik-E-Commerce-Anbieter. Im letzten Jahr habe ich erzählt, wie clever die sich gegen Amazon erwehren, indem sie ganz, ganz viele Reviews generieren. Aber sie machen auch andere Sachen richtig, um sich halt dieser massiven Wucht von Amazon weiterhin zu erwehren. Und was machen sie noch? Sie kaufen kleinere Content Publisher in ihrem Bereich auf. Dazu zählen Firmen wie Kopfhörer.de, wie Musicerboard, DJ Lab und so weiter. Es ist ja deren Challenge, sich irgendwie relevant zu halten. Und das geht, wie man am Beispiel von Thomann sieht, das Wachstum ist weiterhin krass, extrem gut mit Content, selbst gegen Amazon. Wenn ich also jetzt im Wettbewerb stehen würde mit Amazon, wenn ich hohe Klickpreise bei Google bezahlen würde, ich glaube, aktuell muss man sich dann auf jeden Fall fragen, wo kann ich nicht nur Content selber produzieren, sondern wo kann ich ganze Publisher aufkaufen? Apropos steigende Preise bei Google. Das Phänomen der steigenden Preise sehen wir natürlich nicht nur da, sondern vor allen Dingen auch auf Social-Media-Plattformen. Und damit direkt rein ins nächste Thema, Underpriced Attention. Es fängt so an, dass man sich aktuell anschauen kann, wie dort in dem Fall die Tausender Kontaktpreise auf den großen Plattformen durch die Decke gehen. Im Jahr 2019 kosteten 1000 Einblendungen bei Instagram und bei Facebook im Durchschnitt 3,38 Euro. Dann letztes Jahr schon über 4 Euro und aktuell 4,66 Euro.
Das ist natürlich ziemlich bitter für Leute, die da ihre Neukunden drüber einkaufen und neue Kunden drüber gewinnen. Zum Beispiel Kollegen wie die von Stuhr, die diese Pfanne verkaufen wollen. Also was machen die jetzt? Die lösen das so, sagen, ich gehe halt weg von einer Anzeige bei Facebook wie hier und schalte genau die gleiche Anzeige einfach bei Reddit. Konsequenz, was bei Facebook, hier sieht man es genau, 11,65 Euro gekostet hat als 1000er Kontaktpreis, kostet aktuell bei Reddit nur, jetzt kommt's, 21 Cent. Wahnsinn, oder? Also dringend auf Plattformen gehen, wo die Attention deutlich günstiger ist, in dem Falle Reddit. Oder die Leute von Ehrlich, die bewerben ihre Unterwäsche nicht mehr nur mit der exakt selben Anzeige bei Instagram, sondern mit demselben Ding mittlerweile auch bei Pinterest. Und das hat einen guten ökonomischen Grund. Die Anzeige kostet nämlich bei Instagram für 1000 Einblendungen über 8 Euro und dasselbe Ding bei Pinterest, wo die Zielkunden erfahrungsgemäß noch besser konvertieren, also noch wertvoller sind, da kosten 1000 Einblendungen nur 2,68 Euro. Letztes Beispiel, dieser Immobilienberater aus Stuttgart. Einfach Immo heißt der und hat bei Facebook für 1000 Einblendungen seines Videos über 30 Euro bezahlt, bis er herausgefunden hat, was dieselben Einblendungen eines nahezu ähnlichen Videos bei TikTok kosten. Nämlich, jetzt kommt es tatsächlich, 66 Cent für 1000 Einblendungen. Das ist doch mal echt underpriced attention. So, das war's für dieses Jahr mit der Keynote. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben gesprochen über Deconstructing D2C, über die Creator Economy, über das Metaverse, über den Streaming-Effekt, über Embedded Content und zum Schluss über Underpriced Attention. Das alles hier wäre übrigens nicht möglich ohne unsere Partner. Ganz, ganz großen Dank an alle, die uns in den letzten schwierigen Corona-Jahren die Treue gehalten haben. Dazu zählen Vodafone, Adobe, Audi und vor allen Dingen auch ein ganz großes Dankeschön an die Stadt Hamburg, ohne die es bei OMR auch nicht ganz so einfach laufen würde. Und dann noch zum Schluss, ihr werdet es schon mitbekommen haben, das Ganze ist natürlich keine Leistung von Philipp Westermeier, sondern eine riesige Teamleistung. Hinter so einer Präsentation stecken ganz, ganz viele Leute und das hier sind sie. Vielen, vielen Dank. Ich sage jetzt jeden wirklich einzeln, weil ich extrem dankbar bin für den Input von Fleming Peter, von Torben Lux, von Francesca Veit, von Michael Wanker, von Eike Dehning, von Roland Eisenbrand, von Scott Petersen, von Florian Heide, von Christian Kors, von Nina Schliefer, Martin Gard und von Sarah Heimburger. Also Grafik, Choreografie, Redaktion. Vielen, vielen Dank, Leute. Bis nächstes Jahr wieder live auf der großen Bühne hoffentlich.